Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine zu einer neuen Lesung. Ach du Schande. Tagebuch des großen Bettlers. 7.4.1203. Die Angriffe sind stärker geworden. Die Einwohner des nahen Dorfes, die mich hier nicht haben wollen, werden mit jedem Tag angriffslustiger. Sie mögen es nicht, dass ich die Wahrheit über ihre früheren Gottheiten verkünde. Sie verstehen nicht, dass sie nur in Majoran Erlösung finden werden. Sie bedrohen mich mit dem Tode. Doch wenn ich für Majoran sterben soll, wenn der Prophet dieses Schicksal für mich ausersehen hat, werde ich es lächelnd erdulden. 14.04.1203. Ich hatte gerade einen vorzüglichen Gast, einen echten Konvertiten mit außergewöhnlichem Sehnen nach Wahrheit und Glauben. Er heißt Merton und war einst ein Hexer, doch dieses ehrlose Handwerk hat er nun aufgegeben und befindet sich auf dem Pfade der Wahrheit. Wir sprachen lange und verbrachten Stunden in Meditation und Gebet. Zu Majorans Ehren hat er viele Güter zurückgelassen, die seine Verbindung mit seinem früheren Leben stärkten. Er hat große Fortschritte gemacht. Wenn nur alle Jünger Majorans so feurig in ihrem Glauben wären, die Welt wäre ein besserer Ort. Merton hat mir die bittere Wahrheit über die Untaten seines früheren Lebens gestanden. Ich sagte ihm, wenn er sich läutern wolle, müsse er zur verborgenen Kapelle gehen. Wenn er diesen trostlosen Ort erreicht, der aus dem Felsen gehauen und mit gefährlichen Kreaturen besiedelt ist, die an sich schon eine Herausforderung sind, und Majoran ihm den Zutritt in die Kapelle gewährt. So hat er ihm seine Sünden und Verbrechen vergeben. Und so ging Merton, möge Majoran ihn führen. 19.04.1203, 5 Tage später. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde für meinen Glauben sterben, für die Wahrheit, für Majoran. Diese finsteren Leute aus dem Dorf, eine Bande betrunkener Banditen, hat den Tempel angegriffen. In ihrem Hass und ihrer Bosheit schrien sie, dass ich als großer Bettler am besten bei Majoran um Gnade betteln sollen. Sie plünderten den Tempel. Majoran sei Dank haben sie die Bücher zurückgelassen, weil sie ihnen wertlos erschienen, und mauerten mich ein, auf dass ich in diesem versiegelten Grab verwelke. Wenn Majoran mir keine Hilfe schickt, werde ich hier sterben. Mögen meine Knochen von seinem Ruhm künden. Okay. Interessant, das sind seine Knochen. Kann ich mitnehmen? Warum? Der Geist wird erst dann Frieden finden, wenn ich die Überreste begrabe. Da stehen doch ein paar Sarkophage in der ersten Kammer. Einer von denen müsste es tun. Okay. Na gut, dann machen wir das so. Dann legen wir den im Rausgehen erstmal in den Sarkophag rein. Das nehmen wir mit. Alles nur Transmutator für kleines Mutagen, grün in blau. Ach, wie schön. Nice. Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder, Laradorn und Kregenan von Lot. Schöne Hintergrundinfos, Backstories. gut, dann haben wir hier... Ah, da ist noch was. Die dunkle Wildnis von Cat Mirkwit. Seltsame Bräuche in Toussaint. Auszug. Okay. Einige Bücher wieder zu verlesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die im LP verlesen werde. Aufnehmen. Nehmen wir. Da ist noch ein Sarkophag. Der ist geöffnet. Den benutzen wir und tun die Knochen rein. Jetzt müsste die Seele ihren Frieden finden. Okay, Quest aktualisiert. Und abgeschlossen. Ich bin einfach der Beste. Der Beste. Mein Schahn ist drauf. Willst du mal sehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein, danke. 1600 Meter in diese Richtung. Wo ist meine Freundin Plötze? Wo ist meine Freundin Plötze? So.
Sehr schön. Dann begeben wir uns erstmal in die Richtung, wo wir hin sollen. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ja, mich auch nicht. So, wir waren gerade in einem Gespräch. Wo waren wir stehen geblieben? Anstrengender Beruf. Bla, hinsetzen. Zwei Aufnahmen in der Woche sind zu viel. Eine ist genau richtig. Zwei LPs gehen noch. Deponia. Genau, ich hatte gesagt irgendwas mit Deponia. Dass Deponia nicht so ein aufwendiges Spiel ist. Deponia ist überhaupt... Vom Rendern her war Deponia eine zarte Blüte im Frühlingswind. Es war einfach... Nach einer Dreiviertelstunde war die Folge durchgerendert. Witcher allerdings braucht zum Rendern pro Folge 3,5 Stunden, 4 Stunden manchmal. Gerade wenn ich solche Folgen mache, wie zum Beispiel vorhin beim Turnier, diese eine Mission, diese Queste, die wir da gemacht haben. Ja, das wird eine Folge, die wird 5 Stunden rendern oder so. Ich freue mich schon drauf. Egal, jetzt momentan habe ich ja Zeit. Ich könnte jetzt tatsächlich, da ich ja jetzt momentan Zeit habe, könnte ich nebenbei noch ein Spiel spielen. Was mir aber nicht glücken wird, da ich nicht weiß, wann ich wieder Arbeit finde. Das heißt, falls ich jetzt in 2 Wochen einen neuen Job habe, nicht mehr in diesem Gewerk natürlich, weil ich möchte diesen Beruf nicht mehr ausüben, das hat aber andere und persönliche Gründe. Das heißt, falls ich wieder einen Job finde, dann muss ich mich natürlich am Anfang auf diesen Job konzentrieren, damit ich da auch was reiße und mich schnell hineinlerne quasi. Wenn du keinen Grund zum Leben hast. Und da müsste ich dann das LP wieder absetzen. Ich könnte natürlich Stardew Valley jetzt wieder anfangen. Aber Stardew Valley muss ich gestehen. Oh, hier kommt er, unser Held. Habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, seit ich The Witcher angefangen habe. Es ist Stardew Valley definitiv ein sehr, sehr wunderschön gemachtes Spiel. Und ich bewundere den Typen, der das gemacht hat, immer noch dafür, dass... Ich bewundere generell Leute, die alleine ein Spiel programmieren und noch dazu so ein erfolgreiches, möchte man sagen. Keine Schlägereien. Allerdings ist bei Stardew Valley... Es ist und bleibt ein sehr repetitives Spiel. Und da kann man nichts dran ändern. Hallo Plötze, danke. Da kann man nichts dran ändern. Es ist halt einfach leider so. Und wieder durchs Gewächshaus. Natürlich gibt's da keinen anderen... Hallo. Oha, bitte. So, jetzt aber. Unglaublich. Es ist halt ein sehr repetitives Spiel. Es ist ein Spiel, was man so nebenbei spielt zur Entspannung oder... einfach mal einen halben Tag durchsuchtet, um einfach Fortschritte zu erzielen. Wo ist Plötze? Nirgendwo, weil sie nirgends spawnen kann. Okay. Eine liebe Frau. Ach, wie schön. Eine liebe Frau. Da ist Plötze. Sehr gut. Hallo Plötzi. Da. Okay, hier. Hallo. Hallo Pferd. Es ist halt ein Spiel zum Zwischendurchspielen. Eigentlich sollte man... Ja, man sollte auch mit solchen Spielen, man sollte nicht übertreiben, weil Stardew Valley ist zum Beispiel auch wieder so... Ja, sowas wie Minecraft damals. Ich möchte nicht immer... Wie soll ich darüber... Alter, die Questpfade sind... Ja, extrem scheiße. In Toussaint hier. Entschuldige mich. Oh nein. Ich höre Monstern. Ich will keine Monstern bekämpfen jetzt. Hallo. Plötze, Galopp. Ich double-tappe Shift und Plötze galoppiert nicht. Heya! Bin ich immer noch im Gebiet von Toussaint? Ich weiß es gar nicht. Egal. So, da ist ein Eingang. Hallo?
Guten Tag. Finstersenke. Wow. Genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. Mhm. Okay. Geralt? Verdammt, was ist denn hier los? Halluzinogene. Nackte Frauen in einer Höhle. Da stimmt was nicht. Da stimmt wirklich was nicht, weil jetzt muss ich wieder zensieren. Hallo? Okay, okay, okay. Eine Druckser. Okay, gut. Irden stimmt schon mal. Ach, verdammt, jetzt muss ich wieder kämpfen. Verdammt. Vampiröl. Und als Bombe. Kartätsche, tanzender Stern. Mondstaub. Und den Trank werde ich auch einnehmen. Moment, was war das für ein Trank? Schwarzes Blut, nicht wahr? Habe ich den noch ausgewählt? Jawohl. Schwarzes Blut ist auf T. So, die Druckser hätten wir gekennzeichnet. So, Alter. Es sind zwei Druckser. Das glaubst du ja nicht. Okay, jetzt sind beide gekennzeichnet. Nein, okay. Okay, die Druckser haben wir abgestochen. Richtig gut. Nein, nein, nein. Okay, Hexer. Hexe können auch Halluzinationen gewesen sein. Gekämpft haben sie aber ziemlich handfest. Ja, irgendwie schon. Zuerst dachte ich auch irgendwie, wir haben Hallus oder so, aber ich gehe mal da entlang. Wir müssen da entlang. Okay. Gut, dann schaue ich mich erstmal hier drüben um. Was haben wir denn da? Blutmoos. Unterwasser. Moos, natürlich. Wo auch sonst. Da ist noch mehr Moos. Okay, hier kommen wir auch dahin. Das ist schon mal gut zu wissen. Und außer Pilzen gibt es hier nicht mehr viel, ne? Ganz ehrlich, die Pilze können mir gestohlen bleiben. Da vorne haben wir noch ein Erz. Goldklumpen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen hier weiter. Und das Gute ist, ich muss auch nichts zensieren. Weil man hat so viel nicht gesehen. Da sind wieder Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Hilf einer Armen, wende nicht den Blick ab, Herr. Hilf mir. Almosen. Ich gebe allen Almosen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es sonst hier möglicherweise unangenehm wird. Dass die mir dann in den Rücken fallen. Und ich bin auch versucht, das Gold hier liegen zu lassen. Wobei, wenn niemand mehr hier ist, der das Gold beanspruchen könnte, kann... Was jetzt? Ich das Gold auch an mich nehmen. Denke ich. Na, ich gehe einfach weiter, denke ich, ne? Okay. Strange. Strange.
Oh nein. Überrannt von Kikumoris. Das ist echt eine Illusion. Okay, die Bombe war eine gute Idee, denke ich. So, der Städter löst sich auf. Goldklumpen nehmen wir auch mit. Wir werden definitiv reich beschenkt hier. Und ich hoffe, wir machen hier auch das Richtige. Ich handle einfach so, wie es in den Geboten von Majoran geschrieben stand. Gut, dass wir die gelesen haben. Ich meine, das hätte man auch so rausfinden können, das muss man jetzt ehrlich zugeben. Da unten liegt Blutmoos und Zeug. Ich gehe da trotzdem mal rein. Was war das? Was tust du da? Hornblatt? Okay, es gibt hier definitiv viel Hornblatt und ich glaube, Hornblatt ist auch relativ selten. Das sollten wir auch mitnehmen. Ich nehme es halt einfach mal mit. Hallo. Geralt, ich drücke schon lange in eine andere Richtung. Was soll das? Auch egal. So, wir gehen erstmal weiter. Der Effekt ist weg, glaube ich. Nein, ist er nicht. Okay. Geheimnisvoller Mann. Majoran. Nicht möglich. Hallo. Und weg ist er. Keine Visionen mehr. Ich hoffe, das war's dann. Und ich erst. Okay, Mertens Notizen. 17.04.1203. Es ist vollbracht. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzungen aus Ertrunkenen und Endragias wirken. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Doch Majoran gefiel es, mich diese Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran meinen Geist mit einer Vision von einem See, dessen kristallklare Wasser mich umgaben, meine Seele durchdrangen und sie von aller Bosheit reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen. Den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist, und dessen Weisheit ich im Majorans Tempel genießen durfte. Ich bete, dass er wohlauf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemandem Übles will. Werde ich nun alles Dingliche hinter mir lassen, was mich noch mit meinem Vorleben verbindet. Das ist allerdings nicht so einfach, da es mich einst viel Zeit und Energie und große Opfer gekostet hat, diese Schemas zu finden. Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren. Doch er wird immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Meine Sicherheit, dass es der richtige Weg ist, wird stark wie Eisen und hart wie Stahl. Gepriesen sei Majoran. Merten ist zum See gegangen, um endgültig zu sühnen. Ist das für das, was ich mir anzulegt? Okay. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Das sind Knochen. Das kann ich dir gleich sagen. Das sind Knochen. Kann ich hier raus? Nicht wirklich, ne? Hier gibt's Silber. Okay. Also es ist schon sehr interessant gemacht hier gerade. Blutmoos. Okay. Und wieder denselben Weg zurück, ne? Ja.
denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich hoffe, uns stellt sich nichts in den Weg. Nein, uns stellt sich nichts in den Weg. Habe ich die gelootet? Offenbar. Offenbar habe ich das. Ja, tu dir weh. Tu dir weh, Hexer. So. Waren wir hier? Kamen wir hierher? Ich glaube schon, ne? Und da vorne, genau. Da waren die Bruchse. Schon sehr interessant, ne? Also wie die, was ist das für ein Grafikbug da vorne? Ich weiß es nicht. Also wie die Missionen, also wie diese Schatzsuche hier jetzt aufgebaut ist, ist schon... Irgendwie finde ich das gut. Und zwar sehr, muss ich sagen. So, Plötze ist da oben immer noch. Ich kann da nicht hochklettern, weil Geralt zu dumm ist zum Klettern. Das hat er nie gelernt. Springen, laufen, kämpfen, das kann er alles, aber klettern kann er nicht. Schade, eigentlich. 2100 Meter. Wieder zurück durch Toussaint und ich... durch Beauclair und ich befürchte, wir müssen wieder durchs Gewächshaus. Ja, wir sind immer noch im Gebiet von Beauclair und deswegen kann ich nicht galoppieren, fürchte ich. So. Okay, Plötze ist da. Wo sie hin soll. Ich hoffe, der Weg ist da jetzt nicht zu Ende, weil dann heule ich. Der Weg schon, aber der Strand nicht. Und ja, damit kann ich leben. Ich bleibe hier unten. Aronax-Bier. Ja, ich gehe doch weiter. Alter, wie schön diese Architektur von den Elfen auch ist. Es ist der Wahnsinn. Und ja, das Schloss von Beauclair wurde von Elfen erbaut. Dieser filigrane Architekturstil, den kennen wir ja auch schon hier von... Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Ja, ich gehe doch weiter. Oh. Dieser filigrane Architekturstil, den kennen wir auch schon von dem Haus von... Los, lauf! Ja, jetzt lauft's. Natürlich, jetzt lauf. Na, Glückwunsch. Oh. Und wir gehen wieder, wie sollte es anders sein, hier durch. Schlappige Stiefel, fettige Haare. Halt doch die Klappe. X... Da ist Plötzi. Also, vorhin nicht spawnen wollen auf einem flachen Weg, aber Hauptsache jetzt hier auf einer Treppe spawnen. Stock und Peitsche für die Aufführer. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta. So, auf jeden Fall, dieser filigrane Baustil hier, haben wir schon gesehen, das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, im Hause Oberon. Und die ganze Stadt, die wir da gesehen haben, es war, boah, Alter, also im Hause von Oberon. Ich lese gerade zufälligerweise die Originalfassungen, also die gesammelten Werke von den Gebrüdern Grimm in Originalfassung. Und da eigne ich mir so manche Phrase an. Was übrigens auch sehr toll ist, sind die tatsächlich noch in Altdeutsch gehaltenen Märchen, die nicht ins Neudeutsch, ins mittlerweile Althochdeutsche übersetzt wurden. Die lesen sich, als würdest du Holländisch lesen. Es ist unglaublich einfach. Es ist der Wahnsinn. Und es ist... Es ist nicht mal schlimm, das zu lesen. Ich meine, es ist ehrlich gesagt relativ witzig sogar, das zu lesen. In dieser Formulierung. Es ist einfach... Ich mag das irgendwie. Was kann ich jetzt auf die Schnelle ein Beispiel liefern? Langsamer. Nicht langsamer, schneller. Kann ich jetzt auf die Schnelle ein Beispiel liefern? Es gibt eine Mär von dem Fischer und einem sprechenden. Wow, was war das? Was war das für ein Fisch? Ein armer Fischersmann.
der mit seiner Frau in einer kleinen kärglichen Hütte lebt. Genau, einen Heilboot hat er gefangen. Er hat ein Heilboot gefangen und... Das ist halt in diesem alten, uralten Deutsch geschrieben. Er hat einen Butt gefangen und der Butt kann sprechen, deswegen lässt er ihn wieder frei. Kommt nach Hause, seine Frau fragt ihn, ob er denn nichts gefangen hätte. Und er sagte doch schon, ein Butt, aber der hat gesprochen und den wollte ich ehrlich gesagt nicht essen, weil wenn er sprechen kann, dann lasse ich ihn wieder frei, ne? Und sie sagt halt, er soll wieder zurückgehen, er soll ihm gefälligst einen Wunsch gewähren. Und zwar will sie in einer Lütje-Hütte wohnen. Und diese ganzen kleinen Formulierungen, das sind einfach der Hammer. Ich mag das wirklich gerne. Auf jeden Fall, die Frau treibt das dann so weit, dass sie, also bis sie Papst wird, sie will, zuerst will sie eine Lütje-Hütte, also eine richtige schöne Hütte. Dann will sie ein Schloss haben, dann will sie König sein, dann will sie Kaiser sein, dann will sie Papst sein. Und als sie dann Papst war und es nicht mehr recht viel gab zum Aufsteigen, da wollte sie der liebe Gott sein. Patrouille auf nüchtern. Mach langsam. Und naja, als der Butt das gehört hat, hat er gesagt, weißt du was? Gehst du zurück zu deiner Frau, die wohnt jetzt wieder in ihrem Pisspot. Also genau, die Hütte, in der sie zuerst gewohnt haben, wurde betitelt mit Pisspot. Also der Fischer und seine Frau lebten in einem Pisspot. Und die wollten halt eine schöne Hütte haben, dann haben sie eine schöne Hütte gekriegt, ein Schloss, bla bla bla. Und er kommt zurück und er hat immer zum Butt gesagt, meine Frau wünscht, meine Frau will, meine Frau will. Und der Butt hat immer gesagt, ei, was will sie denn? Und genau so, ei, was will sie denn? Es ist einfach krass, dass diese ganzen heutzutage umgangssprachlichen Formen des Sprechens früher einmal gang und gäbe und richtig waren. Es ist interessant, das herauszufinden. Also der See ist wirklich schön, ja. Definitiv. Alter, der Mond! Warum zum Kuckuck steckst du dir die Kette in die Unterhose? Du denkst wohl, das sehe ich nicht. Denk dran, es wird... Meine Herren, heute kommt der Tod, ich hole! Na, wie lange soll ich noch warten? Morden wir! Verdammt! Okay, Art hat gut funktioniert. Verdammt! So, und jetzt ein paar schnelle Hiebe, dankeschön. Ist mir schleierhaft, warum so viele Leute Selbstmord begehen, indem sie einen bewaffneten Hexer angreifen. Stimmt mit meinem Gesicht was nicht? Okay. Okay. Okay, das ist mal eine tolle Meldung. Ja, und auf jeden Fall so gegen die Geschichte vom sprechenden Butt. Und es sind auch so viele Märchen dabei, die einfach... Das sind halt Unterhaltungsgeschichten dabei. So wie, normalerweise ein Märchen hat einen Sinn, hat eine Moral oder irgend sowas. Aber da sind Geschichten dabei. Ich weiß nicht, boah, kriege ich das zusammen? Irgendwie... Ich glaube, irgendeine Alte war garstig zu einem Mädchen und das Mädchen ging dann aus und wurde irgendwie, hat irgendwie ein Geschenk bekommen, dann ging die Alte aus, hat kein Geschenk bekommen und kriegt dafür einen Mühlstein auf den Kopf geworfen und wird zermatscht. So, solche Geschichten sind da dabei, also ich weiß es nicht. So, ich bin im See. Da unten ist Kreuzdorn. Das ist das Gebet des Jüngers Majorans. Warte mal. Achso, ich kann ja das auch so lesen. Dank sei dir, großer Majoran, für deine Hilfe, deine Gnade, deine Herzenswärme, da du mir vergönnt hast, den Weg der Erlösung und Vergebung meiner Sünden zu beschreiten. Möge dein Name gelobt sein in Ewigkeit. Jawohl. Da vorne ist was.
Ich kann nicht tauchen. Wieso kann ich jetzt wieder nicht tauchen? Ach, verdammt. Ja, und solche Geschichten sind da dabei. Und das muss ich ehrlich sagen. Ich kann nicht tauchen. Okay, dann werde ich ganz kurz speichern und laden. Dann hat sich das Problem hoffentlich wieder gelöst. Ich hoffe es zumindest sehr. So, speichern. Und das Symbol ist weg. Dann laden wir das Spiel. Schnellspeicherung. Ja. Ja, und von diesen Geschichten gibt es halt auch sehr, sehr viele. Und es sind auch unglaublich brutale Geschichten dabei. Zum Beispiel, heute habe ich wieder eine gelesen, die, also gestern mittlerweile, die war auch wieder in diesem ganz alten Deutsch verfasst und nicht übersetzt. Und da ging es darum, die Stiefmutter war neidisch um den Sohn ihres Gemahls und hat in die Küche gelockt, wo sie eine Kiste mit Äpfeln hatte. Und hat dann ihn sich einen Apfel rausnehmen lassen. Und hat, während er sich hineingebeugt hat, um einen Apfel auszusuchen, hat sie ihm einfach mit dem Kistendeckel den Kopf abgeschlagen. Hat den Kopf dann mit einem Halstuch fest wieder an den Hals gebunden. Und hat dann quasi die Tochter oder ihre Stieftochter auch, ich weiß es nicht, irgendwie dazu gebracht, ihm dann quasi eine runterzuhauen, und sie hat dann geglaubt, sie hat ihm den Kopf abgeschlagen. Und im Endeffekt war dann irgendwas mit einem Vogel und der flog rum und hat Sachen gesammelt und hat dann den Vater beschenkt, hat das Mädchen beschenkt und hat dann der Ollen einen Stein auf den Kopf geworfen. Das, ja, solche Sachen sind da drin. Irgendwie nicht kindertauglich, waren sie aber auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, 32.04.1203. Ich habe das Ende meines Wegs erreicht. Ich, Merten, als Kind der Manticore-Hexergilde gegeben, alle ihren grausamen Mutationen, ihrer unbarmherzigen Schinderei unterworfen, höre am heutigen Tage auf, ein Hexer zu sein. Ich habe meine Pilgerreise beendet und mich von allem befreit, was mich an mein altes Leben band. Ich habe die verborgene Kapelle in der Höhle der Sorgen aufgesucht und überlebt. Heute bin ich wiedergeboren. Hier im See der Reinigung lasse ich das letzte Objekt zurück, das von meiner vorigen Existenz als Hexer zeugt. Mit ihm lasse ich euch auch meine Sorgen und Pflichten zurück. Ich werfe alles von mir, was ich war, auch meinen Namen. Von heute an heiße ich Schavel. Ich bin ein neuer Mensch. Dank dir, respektabelster Majoran. Ich fühle, wie mein neues Selbst mich vorwärts treibt, in Lande und an Orte, die ich noch nie gesehen habe. Die guten Leute, die mir auf meiner Reise geholfen haben, sagten oft, ich solle auf meine innere Stimme hören und ihr folgen, denn so spricht Majoran zu uns. Ich werde mich nicht gegen sie stellen. Ich werde nach Norden gehen, nach Temerien, Ädiren, vielleicht sogar in die Drachenberge. Ich werde den Ruhm Majorans verkünden und gute Taten tun, wie der Prophet befohlen hat. Mertens letzte Station. Tja. Und damit hätten wir die Manticore-Schule abgeschlossen. Brauchen wir nur noch einen Schnellreisepunkt, weil ehrlich gesagt, jetzt nochmal 1700 Meter reiten. Ja, das können wir machen, aber erst in der nächsten Episode. Hallo, liebe Leute, willkommen auf dem Endscreen. Ich bin raus für heute. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Die Aufnahmesession ist für heute dabei. Vorbei, nicht dabei. Ja, sie ist auch dabei, aber nicht mehr lange. Ja, wir haben abgeschlossen, die Manticore-Schule, die Schemen zu suchen. Und
Ehrlich gesagt freue ich mich darauf, die Rüstung zu sehen und zu sehen, was die alles kann. Ich bin gespannt darauf, was denn diese Rüstung kosten wird. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie es mit der Hauptquest, mit der Hauptstory weitergeht, aber erst in der nächsten Aufnahme. Es ist 2.31 Uhr morgens. Ich, ich lasse es gut sein. Ich werde auch schon stiller. Was haben wir noch gemacht? Wir haben viel gequatscht. Ich habe viel gequatscht. Ein bisschen was erzählt aus dem Nähkästchen habe ich in dieser Aufnahme. Jetzt habe ich gerade von den gesammelten Werken der Brüder Grimm gelesen. Das Buch gibt es übrigens, das Buch gibt es kostenlos als E-Book-Download auf Amazon. Ich habe ja einen E-Book-Reader, den Kindle, kann man ja sagen, habe ich halt, ist halt so. Das Buch gibt es kostenlos und ich muss ehrlich sagen, das kann man empfehlen, weil es ist lustig, es ist sinnlos, es kommt Gewalt drin vor. Und es sind viele, viele Fassungen von vielen, vielen Märchen drin, die man so noch nicht gelesen hat. Weil die heutigen Märchen alle einfach von Disney einfach verschönert wurden. Großteils von Disney. Auch von anderen, aber auch großteils von Disney. Naja, gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, den schönsten aller Abende wünsche ich euch. Und fahret wohl.